Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar haben wir uns ja letztes Mal das Wie viel ist dein Outfit wert Video von Milliarden Mike angeschaut. Und im Video haben sie ja versprochen, dass sie auch zu ihm nach Hause gehen werden. Aber das Problem war ja, dass er mittlerweile in Urhaft sitzt. Aber ich denke, die haben das direkt im Anschluss vom Video noch gedreht. Denn das Video ist jetzt online, der 329.000 Euro Kleiderschrank von Milliarden Mike. Ich muss sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Ich habe es noch nicht gesehen und ja. Let's go. Vielleicht in Polen habe ich noch ein paar hier, nicht alle. Ach so. Und ich möchte normalerweise nichts zeigen, aber ausnahmsweise mache ich es mal. Ich bin voll besetzt mit Milliarden. Eine Audemars Piguet. Hm. Jetzt kommt eins, das teuerste. Von Cilly. Das teuerste oder? Ja, das teuerste. Welche Marke? Cilly? Ja, alles nur Cilly. Alles Cilly. Was hat man dafür? Die kostet 45. 45 Euro. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir nicht, wie viel ist dein Outfit wert, sondern wir sind hier gerade bei jemandem zu Hause und werden gleich mal seinen Kleiderschrank anschauen. Viele von euch wissen schon, um welche Person es sich handelt. Hier ist schon die Kissen von Versace. Scheiße. Und zwar um Milliarden Mike. Was läuft, Mike? Ich komme mal rüber zu dir, alles klar? Ja, muss ja, ne? Im letzten Video haben wir der Community ja die Frage gestellt, ob wir mal zu dir nach Hause gehen sollten. Ja, und ich habe viele Nachrichten bekommen. Die würden alle gerne mal so ein bisschen deinen Kleiderschrank sehen, ob du mal ein paar Klamotten zeigen könntest. Und ja, Mike hat auf jeden Fall zugesagt. Ich habe ihn gefragt. Er ist auf jeden Fall ganz korrekt und offen gewesen. Meinte, ja, Leon, komm doch vorbei, kannst du gerne alles zeigen. Und ja, ich sehe schon hier im Wohnzimmer hast du direkt schon auch Versace Kissen. Alles, ja, du siehst. Hier auch nochmal. Überall Möbel, alles Versace. Das auch Versace. Alles Versace. Aua. Ja, natürlich. Sofa und keine Ahnung was, die Möbel sind auch alle von Versace. Oh Mann. Was kostet denn so eine Couch von Versace? Damals, das ist auch eine Anfertigung gewesen. Ich glaube 35.000. 35.000. Und die Kissen? Die kosten nicht viel, 500, 100, 600. Achso, pro Kissen 600 Euro. Okay, und das ist nochmal irgendwie... Das Nest, das ist auch eine Anfertigung. Die hat, glaube ich, ja, mit alle, ich habe damals Mäntel gekauft. Ja. Die keiner mehr haben wollte. Hab sie reinigen lassen, hab einen Deckel rausmachen lassen. Achso. Die haben sicherlich irgendwann mal ein Vermögen gekostet. Ja. Mir kostet 5.000. 5.000? Ja. Ah ja, okay, spannend. Wir wollen jetzt nicht so tief in die Möbel reingehen oder in die Ausstattung, sondern auf deinen Kleiderschrank. Und wo hast du denn deinen Kleiderschrank? Oben ist. Oben. Hast du da alle Sachen oder? Nur ein Teil. Nur ein Teil, ja. Okay, und Schmuck hast du da auch, oder? Nicht viel. Nicht viel. Nur ein paar Teile. Nur ein paar Teile. Aber ich bin gut abgesichert, falls Einbrecher das sehen. Bei mir ist Fort Knox, alles Kamera überwacht, Alarm, ja. Bewegungsmelder, alles was dazu gehört. Ne? Also hier hat man gar keine Chance. Keine Chance. Ja. Wenn einer reinkommt, kommt er auch nicht wieder raus. Echt? Regelt das dann alles ab? Das regelt alles ab. Und echt jetzt? Ja, hast du hier gefangen? Ja, natürlich. Also alles sehr gut gesichert. Und ja. Ich habe auch nichts zu Hause. Es lohnt sich nicht einzubrechen, weil ich weder Schmuck, weder Bargeld hier habe. Habe ich nicht. Wir filmen auf jeden Fall nur von drinnen, Leute, damit man nicht sehen kann, wo du genau wohnst. Das, ne? Das weiß nur ich, Leute. Und wenn wir morgen ein paar Sachen filmen, dann weiß Mike auch direkt, was ich da bin. Ja, okay, Mike, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch zu deinem Kleiderschrank, gucken, okay. Was du so hast. Und dann... Alles klar, machen wir. Okay. Okay, Leute, wir sind jetzt hier oben und das sieht auf jeden Fall alles schon heftig aus, Leute. Ich zeige euch das gleich noch ein bisschen weiter. Mike, wo ist denn jetzt dein Kleiderschrank? Der ist hier aus ziemlich dunkler Reihe. Zeig mal mal kurz. Kann man schlecht. Ah, ist ein bisschen enger, ne? Ist eng, zu eng, ja. Okay, dann würde ich sagen, Mike holt jetzt so seine teuersten Sachen mal raus und dann gucken wir mal, was du so hast. Okay, ne? Fangen wir mal rein. Was haben wir hier? Auch wieder mit Schlange besetzt. MM, Milliarden Mike. MM, Milliarden Mike. Und nur hier oben Schlange und dann hier? Hier Seiten, unten hier. Achso, da unten auch nochmal, ja. Was kostet die Jacke? Der hat 6.000 gekostet. 6.000 Euro. Das beste Video, was es gibt. Der ist voll auf seinem Zilli-Film hängen geblieben. Immer diese Jacken aus Schlangenpütern. Das kann ich nicht lernen, das merkst du selber. Ja, hat die bisher noch nicht in der Hand. Und auch drinnen wieder überall Milliarden eigentlich. Ja. Ja, okay. Hängst mal. Ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommt, Leute. Jetzt kommt eins das teuerste von Zilli. Das teuerste oder? Ja, das teuerste. Das komplett aus Schlange. Schlange, ja. Aber wie gesagt, das ist Cilly. Ja. Cilly ist das teuerste, was es gibt. Der kostet knapp 45.000, der Wandel. 45.000? Ja. Kann man den noch einmal hier so ein bisschen ja, machen? So Leute, ich zeige euch das noch von innen. Ja, Mensch. So. Oh ja.
hier komplett silly, all over printed von innen. Hier drin hat man auch nochmal so ein bisschen Schlangenleder, ne? Alles, alles, komplett. Oh, das sieht interessant aus. Ein dicker Pelzmantel. Das ist ein Nerzmantel, auch eine Sonderanfertigung. Ja. Komm mal ruhig ein bisschen ran, Zacker. Okay, der Mantel ist geil. Ich meine, die ganzen Zilli-Sachen, die sehen ja schon irgendwie scheiße aus. Okay, wenn es ihm gefällt, keine Frage, aber der Mantel ist geil. Nerzmantel hier auch nochmal Milliarden, Mike. Komplett aus Nerz. Ja. Was zahlt man denn dafür? Der kostet knapp 50. 50.000 Euro für diesen Mantel. Hast du den oft an? Nur im Winter. Nur im Winter. Nur im Winter, wenn es wirklich, wirklich kalt ist, ne? Ja. Und wo kriegt man so einen Nerzmantel her? Ja, anfertigen lassen. Anfertigen? Nerzmantel. Das ist auch ein sehr, sehr teures Stück. Die Marke ist ja Hamburg auch vertreten. Les Marot. Kann man das lesen? Les Marot. Der kostet 16.000. 16.000 Euro. Auch mit Kroko besetzt. Ja. Hier oben auch wieder. Milliardenweit, ne? Und die ganzen Sachen hier, ne? Du kriegst ja nur Mäntel, oder? Nicht nur auch Jacken viele. Ah, viele Jacken auch. Ja, klar. Ja, okay. Das waren jetzt erstmal die Mäntel. Gibt es noch mehr Mäntel? Ja, natürlich. Gibt es noch Kaschmir-Mäntel, weiße. Alle Farben. Auch Sonderanfertigung. Auch so den Namen kennst du ja, was da drin steht? Ah, Giorgio Armani. Giorgio Armani, auch eine Anfertigung. Ja. Der kostet 5.000. Was war das nochmal für ein Stoff? Das ist Kaschmir. Kaschmir, ja. Mach ich mal einen Blick mal da. Was war, ja. Da gibt es hier noch weiter. Die Marke kennst du ja auch. Philipp Lein. Ja, die kostet 6.000. 6.000 Euro. Philipp Lein ist geil. Jetzt haben wir mal eine normale Jacke gesteppt, ne? Oh, ja, ja. Die ist aber nicht anfertigen lassen. Nee, die habe ich so viel. Da sehe ich kein Milliarden-Mike drin. Nee, ich Milliarden-Mike. Welche Größe hast du eigentlich? Mike, welche Größe hast du eigentlich bei Jacken? Ja, verschieden. 56, 50. Ah, habe ich auch ganz zufällig. Kannst du mir mal eine hier mitgeben, ne? Das ja, kann man es ja, Leute, ne? Also viele Mäntel, Kaschmir-Mäntel. Ja. Aber ich suche noch einen ganz bestimmten, der sehr, sehr teuer ist. Hier haben wir noch mal ein paar Schuhe, Leute, in weiß. Die kosten 4.000 auch angefertigt. Scheiße. Und lässt er da immer diese Schuhe? Mann, 4.000 Euro für Schuhe und der lässt alles anfertigen. Der hat Schaden. Immer. Warum? Ja, weil die Schuhe dann besser, besser aussehen, keine Falten drin. Ah, keine Falten, okay. Ah, hier auch noch mal Python-Leder, Stiefel. Kosten 6.000, kosten die. Chelsea Boots. Ich habe alle Farben, unten stehen auch noch viele. Ja. Also Jacken haben wir ja durch jetzt eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Also gibt es auch viel mehr Jacken, Leute. Das ist alles voll, aber das waren jetzt... Müsste ich jetzt alle Schränke auspacken, ja, so wie Klamotten. Also ich habe eben schon gesehen, Leute, der hat einen riesenlangen Kleiderständer, da sind so viele Jacken drauf. Wir haben jetzt erstmal nur ein paar Jacken rausgenommen, weil das wird sonst echt zu viel. Sonst haben wir hier eine Stunde Video. Zieh mal an. Boah, die... Zieh mal an. Die fühlt sich ja mega leicht an. Ja, zieh doch mal an, zu dir passt. Ach so. Das ist die Pass, kannst du behalten. Schenke ich dir. Die hat mir 4.000 gekostet. Das ist hier eher Alcantara. Alcantara? Die sieht so groß. Du musst nur ein bisschen gerade liegen, ja. Die ist jetzt ein bisschen verkrumpelt. Ja. Ja, aber das kann ich nicht annehmen. Ja, aber du hast Zeug, die hängt bei mir im Schrank. Ja, aber irgendwann ziehst du ja nochmal an. Nein, sieh, Lederjacken schmeiß ich tot mit. Ich hab so viele Lederjacken, die trage ich gar nicht mehr. Echt jetzt? Kein Spruch, kannst du mitnehmen. Nein, aber das kann ich auch nicht. Richtig so ein dummes, wenn sie dir gefällt, nimm sie mit. Ja. Aber die ist auch ein bisschen, ich glaube hier, wenn ich so jetzt schaue, ne? Die muss locker sitzen. Du machst sie ja so nicht zu, oder machst du sie zu, Mann? Ja, eigentlich locker, ne? Aber ja, natürlich. Musst du selber entscheiden, sonst verschenke ich sie eng am Teufel, wenn sie dir nicht gefällt. Yeah. Nee, ich glaube, die ist mir schon ein bisschen zu weit. Also ich will nicht unhöflich sein. Ja, vorne ist sie ein bisschen, ist sie schon ein bisschen zu weit. Die ist ein bisschen zu weit, ja. Weil ich trage ja meistens so engere Sachen. Ja, klar. Aber Leute, da kann man schon sehen. Mike wollte mir auf jeden Fall die Jacke schenken. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Alles klar. Krass, der wollte ihm einfach eine 4.000 Euro Jacke schenken. Krass, aber das kann ich echt nicht annehmen. Aus Alcantara, geil. Das ist eine Scheiße, ja. Die kommen jetzt aber nicht in den Müll, ne?
Nee, hier hängen eine Antwort, wir können sowieso mal aussortieren. Ah, okay. Ja, unten hängen auch noch Jacken. Und Schlangenlederjacken, genau, und da kannst du natürlich alles. Okay, und was haben wir noch? Schmuck oder irgendwelche Uhren? Uhren habe ich noch ein paar hier, nicht alle. Ach so. Aber die möchte ich normalerweise nicht zeigen, aber so. Ausnahmsweise mache ich es mal. Ja, okay. Okay, warten wir nochmal hier. Ja. Die ist voll besetzt mit Brillanten. Eine Audemars Piguet, mhm. Voll besetzt mit Brillanten in. Mit Glasboden hinten. Ah ja. Zeig mal ein bisschen die Kamera, Leute. Also, Zacker. No, sieht man es gut? Mhm. Krass. Audemars Piguet, voll mit Brillanten. Was kostet die? Die kostet 168. 168.000 Euro. Die ist teuer. Die Uhr ist geil, Alter. Aber die kostet, glaube ich, auch so viel, oder? Scheiße, kurz 300.000 für zwei Uhren. Die ist Platin. Hast du die auch noch in Komplettgold? Nee. Nee, habe ich gerade auch verkauft. Krass. Achso, okay. Ich muss mal. Das ist mal. Kurz 300.000 für zwei Uhren, dann kann ich dir ein Haus von kaufen. Krass. Meine Arbeiteruhr hier, die trage ich, wenn ich im Urlaub bin, die kostet, glaube ich, 14.000, aber ich koste die. Boah, die ist aber schwer. Dipsy, eine Rolex Dipsy, die kostet 14.000. Also die trägst du im Urlaub, weil. Die Rolex ist relativ schlicht, feiere ich jetzt aber nicht so. Ich finde die anderen zwei schon überkrass. Aber 168.000. Also wenn ich mir so für Sport gehe oder so, kannst du so sagen. Danke, geil. So Leute, wir gehen jetzt nochmal runter. Mike hat auch noch ein paar Sachen. Und Mike, was ist das denn hier? Ein Stern. Ja, habe ich mal bekommen. Für meine Scheißfilme, die ich gedreht habe. Achso, für die Filme. Ja, ja. Für meine Scheißfilme. Und hier haben wir jetzt noch eine Schlangenlederjacke. Welche Marke? Zilli? Ja, alles nur Zilli. Alles Zilli. Was haben wir dafür? Die kostet 45. 45 Euro. Mhm. Die schwarze ist teurer, aber ja, auch die schwarze kommt normalerweise noch in der Netzkarten dran. Hab ich mal abgemacht. Ah, okay. Ja, das ist noch zu viel mehr dran. Ja, ja. Okay. Okay, Leute, das war auf jeden Fall der Kleiderschrank von Mike. Wir haben jetzt, wie viel Prozent haben wir gezeigt? Vielleicht 2-3% ne, von deinen Sachen? Nur 1%. 1%? Ja, ich habe nicht alle Sachen hier, passt alles gar nicht rein. Ja. Weil ich habe ja noch ein Haus. Und mein Bruder noch zusammen haben wir ein Haus, ein Mietshaus und da hängen wir am Boden noch. Achso, das ist das kleine Haus. Wir pendeln mal hin und her. Achso. Da hinten auch von Versace. Scheiße. Okay, okay. Ja, okay, Leute, das war auf jeden Fall sein Kleiderschrank. Gesamtpreis blende ich jetzt hier mal ein. Hatte ich bisher noch nicht, muss ich sagen. Was? Hatte ich bisher noch nicht so einen teuren Kleiderschrank. Nee? Nee, nee. Ich sag mal, wie viel gibst du denn für Mode aus im Monat? Kann man das sagen? Im Monat, ich kaufe einmal im Jahr ein. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr, ich kriege vielleicht 100.000, 200.000 aus. 100.000 im Jahr. Und dann mal an, was ich gerade brauche, was kaputt ist oder was ich brauche. Ne? Ah ja, okay. Na ja. Und jetzt gerade brauchst du was? Nö, ich will mir jetzt nächsten Monat einen neuen Schlangenledermantel in hell noch machen. Und einen blauen auch nochmal. Ah ja, und das kostet dann? Ja, also 150. 150. Mhm. Ja, ist ja entspannt, ne? Ja, okay, super, Mike. Vielen Dank erstmal dafür, dass wir so ein bisschen deine Klamotten angucken durften, was du so im Kleiderschrank hast. Ja, Mike, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, an die Zuschauer oder? Ja, also Geld ist nicht alles im Leben. Man kann sich noch ein bisschen mehr Sachen kaufen als andere Leute. Aber es ist nicht alles im Leben. Man kann auch mit weniger glücklich sein, man kann auch mit mehr glücklich sein. Aber es ist nicht alles im Leben, noch Geld zu haben. Natürlich gibt es auch viele Neider, die für mich jetzt sehr dumme Berichte schreiben, oh, Angeber, Spinner, das sind auch meistens nur die Neider, weil im Leben sie nie was selber geschafft haben. Ja. Ich habe so viel Scheißen geschafft, bin da reich geworden, sollen sie es besser machen als ich. An alle Neider, die sicherlich dumme Kommentare sicherlich für mich schreiben, bin ich trotzdem nicht böse. Kann jeder machen, wie er will, aber deswegen werde ich mein Leben nicht ändern. Schönen Tag noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Outfit-Interview, dachte ich so, okay, war ein bisschen skeptisch, stimmt das alles? Ne? Aber jetzt bin ich ja hier vor Ort, Leute, und ich kann wirklich sagen, ist ja alles da, so was du gesagt hast. Ne? Natürlich, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Krass. Also feiere ich übertrieben. Aber ich glaube, der sitzt auf jeden Fall jetzt mittlerweile in U-Haft. Oh, scheiße. Ach so, nur 600 Euro pro Kissen. Scheiße. Naja, krasses Video auf jeden Fall. Milliarden Mike. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.